Ich will herausfinden, was ich für 100 Watt pro Jahr bei einem Strompreis von 35 Cent bezahle. Zum Beispiel anhand eines Fernsehers, den wir 4 Stunden pro Tag laufen lassen. Dazu müssen wir erstmal die 100 Watt in Kilowattstunden oder in Wattstunden umwandeln. Also 100 Watt mal eine Stunde sind 100 Wattstunden. Die 100 Wattstunden dividieren wir durch 1000, dann haben wir 0,1 Kilowattstunden. Ja, so haben wir schon mal die Maßeinheit Kilowattstunden. Eine Kilowattstunde kostet, wie gesagt, 35 Cent. Dann rechnen wir 0,1 Kilowattstunden mal 0,35 Euro. Da kommen wir dann auf 0,035 Euro pro Kilowattstunde. Das heißt, eine Stunde TV gucken kostet uns 0,035 Euro. Ja, also 3 Cent, 4 Cent aufgerundet pro Stunde. Ja, jetzt gucken wir 4 Stunden am Tag, dann sind das 4 Stunden mal 0,035 Euro, sind 14 Cent am Tag und 51,10 Euro im Jahr.